Guten Tag, Menschen der Unterhaltung und nicht zu vergessen, das neue Wesen und Geschlecht hier auf dieser Erde, Crafting Tables. Wenn ihr auch ein Crafting Table seid, dann craftet euch jetzt einen Like und ein Abo nach da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und ein Diamantschwert für Minecraft, damit ihr die nächste Runde Bad Wars überlebt. Genau, ich habe gesagt, ein Diamantschwert. Denn ihr seid so krass, ihr könnt euch in Gomme ein Diaschwert craften. Wie ihr seht, steht hier Kyudo. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Kleiner Flashback hier an euch. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist der liebe Pizzaflo. Hallo. Ich habe jetzt gerade eine Pedo-Stimme hier auf. Nee, hab ich nicht. Hui! Ups, ich muss nach vorne gehen. Hui! Fluch der Karibik. In Echtzeit. Naja, bei euch nicht. Bei euch kommt das Video, morgen oder so raus. Ich denke mal morgen. Ich hoffe, es kommt morgen raus, Leute. Ich hoffe! Okay, was spielen wir heute? Flo. Das überlasse ich ganz dir. Ein bisschen ein Rötchen. 1 gegen 1 Bad Wars. 1 gegen 1 Bad Wars, okay. Du hast mich ja schon in eine Party eingeladen, ne? Ja. Okay, wow. Immer wenn ich zum ersten Mal den Tab öffne, muss ich wieder warten, bis er weg ist. Okay. Ja, das war der Flashback vom Team Kyudo Server. Übrigens sind wir heute ohne Facecam am Start. Ja, teamkyudo.de Servernetzwerk. Wir sind wieder da. Hurra! Da joinen wir mal drauf und gucken, was sich verändert hat. News, es gibt Bad Wars 4x1, 2x2 und ein Knockback-Update. /FL. Alles hat sich noch gespeichert, Leute, die ganze Cloud. Hier, Leute, hier seht ihr es jetzt. Hier ganz fett eingeblendet. Einfach Pixelflo. Leute, das ist Magician, Alter. Das ist Magic. Guck mal, ob wir unser Resource Pack drin haben. Haben wir natürlich nicht. Man kennt ihn, Leute. Unser Resource Pack, Digga. Und das geile Norman Cape. Wusstet ihr, dass Toxi TV der kleine Bruder von Norman ist, Leute? Schaut auf jeden Fall bei seinem Kanal vorbei. Link in der Videobeschreibung nicht vorhanden. Auf jeden Fall. Und schaut auf jeden Fall nicht bei seinem neuen Discord vorbei. Punchgame.de ist nicht in der Videobeschreibung, Leute. Und braucht nicht 120 User, damit nicht eine 20 Euro PaySafe-Kartenverlosung stattfindet. Naja, machen wir mal weiter hier im Text. Was gibt es hier so alles, Leute? Oh mein Gott, meine Online-Zeit ist noch da. Meine Coins sind noch da. Alter, vielleicht suchen die ja hier Supporter, Leute. Das wäre mega, hier in Team Kyudo reinzukommen. Oida, ich schwöre. Das wäre so nice. Werde ich mal versuchen, Leute. Aber, wie gesagt. Ist nicht gesagt, dass wir wirklich reinkommen, aber ich gebe mir Mühe. Dann gucken wir jetzt mal. Wir können hier switchen. Okay, so. Wir haben hier einen Teleporter. Wenn wir den öffnen, dann kriegen wir hier das Menü Spawn. Dann kommen wir hierher und können mit der Ding so rüberspringen, wie auch immer sonst. Fabi! Ey! Mein Kumpel, FabianGaming73, Leute, wenn ihr ihn noch aus den Videos kennt. Lol! Er ist einfach hier. Oh Mann, Fabi. Was haben sie mit dir gemacht? Naja, egal. Ich hoffe, dir geht's gut. So, dann haben wir hier Bad Wars, MG Rush, Stickfight, Bridge, Knockback und Capture und Cobweb. Capture the Flag, oder wie? Bad Wars Warteschlange aus. Beitreten. Hm.
Warum ist dieses Item... Ah, okay. I got it. Slash... du bist bereits in der Lobby. Hä? Ach, wenn ich darüber laufe, ist der Battles da. Okay. Okay, verstehe. Lobby Features. Köpfe. Deine Köpfe. Ich habe keine Köpfe. Du benötigst 250 Coins. Kriegt man dann irgendeinen Kopf oder wie? Okay. Gut. Oh. Kette. Kette. Diamant. Eisen. Gold. Schwarz. Rot. Rosa. Braun. Blau. Violett. Türkis. Magenta, Orange, Weiß. Okay, es gibt keinen Rainbow hier leider. Naja, okay. Okay, es gibt es nicht im Besitz, nicht im Besitz. Helm. Nicht im Besitz, glaube ich, hier. Gadgets haben wir, glaube ich, nichts. Nein, wir haben uns, glaube ich, nie hier was gekauft. Spuren. Malespur. Ich glaube, wir haben mir nie was gekauft auf diesem Server. Ja, ja. Naja, hier sind auf jeden Fall Gadgets. Man kennt ihn. Lobby wechseln. Die normale Lobby gibt es und eine Premium Lobby. Da können Kickwilds. Du brauchst einen höheren. Und noch Einstellungen. Knockback, Premium, Freund, Party-Einstellung, Information, aha. Zurzeit werden die Runden spezifischen Einstellungen nicht in der Queue übernommen. Freunde, Party-Einstellung. Okay, man kann also nicht einstellen, dass man irgendwie switchen kann. Das gibt es anscheinend hier nicht. Man kann den Navigator auch nicht ändern. Also das heißt, der bleibt irgendwie so. Können wir hier zu Stickfight. Geht das hier überhaupt noch jemand? Gehen wir mal zu Bridge. Also der Server, naja, ist schon ein bisschen alt geworden. Keiner spielt mehr so wirklich oft auf Team Kyudo irgendwie, weil, keine Ahnung, der Server ist wahrscheinlich auch ausgestorben. Er ist damals schon ausgestorben gewesen, dann wegen Spieler, und ist es jetzt auch. Das schaffen wir bestimmt noch etwas schneller hier. Ah, shit. Ein klein bisschen schneller, also, ach komm. Ach du, nein, das hat geleckt irgendwie. Leute, ich schwör. Das hat gerade bei mir irgendwie geleckt. Ach komm, und das war jetzt kein Leck natürlich, aber einfach konnte ich, ach. Ich glaube, ich krieg meine Aggression. Och, Digga. Mann! Oh, Mann, wieder 11 Sekunden hier. Digga, ich raste aus hier. Wie kommen wir hier jemals rüber, Leute, ohne zu sterben? Nein, Diggi. Alter. Ich swear, Alter. Bra! Ich schwör, ich raste aus, Leute. $10.95. Och man, um 5 Sekunden, Leute. Wow. Das ist Glanzleistung auf jeden Fall. Glanzleistung. Man kennt ihn, Leute. Man kennt ihn. Uff. Ja, komm. PC, beruhig dich. PC, der macht so laute Geräusche.
So, MLG Rush. Da spielt hier gerade Bad Wars. Was ist mit Bad Wars? Digga, spielt hier gerade irgendjemand überhaupt irgendwas? Ja, hier rein zum Beispiel. Ah, okay. Ziemlich nice. Aber glaube ich, spielt gerade hier irgendwie keiner was. Es sieht ungefähr fast so aus wie immer eigentlich. Stickfight, Bridge, Knockback, Capture. Ja. Naja. Ja. Team Qude hat aufgemacht, aber. Ja, 6 Leute spielen da, sind wahrscheinlich nur irgendwo in der Lobby verteilt. Ich weiß nicht, wie viele am Tag spielen. Digga, die haben einfach nur 250 Slots, also das ist wirklich ein kleiner Server geworden. Kann man hier eigentlich YouTuber werden? Das wäre richtig krank. YouTuber. / help. Ach, Diggi. Coins, Horum, help. Lobby. Teamspeak, Stats, Resets, Reward, Proxy, Ping, Party. Ich glaube nicht, dass die YouTuber suchen. Aber Forum haben die. / Forum. Forum Register, Verwendung. Oh, ich kann mich hier anmelden im Forum. Was ist aber deren Forum hier? Teamkyoto.de. Ja, okay. Kauft sich hier eigentlich überhaupt noch jemanden Rang, Leute? Also Lobby hat sich ja schon verändert, die sieht schon anders aus hier. Weiß nicht, ob das die alte Lobby ist von damals, ich glaube nicht. Ja, nee, die haben schon eine neue Lobby draufgepackt. Ja, aber damals, Leute, das waren echt Flashback-Zeiten damals mit Florian auf dem Team Kyudo-Netzwerk. Und ja, schaut euch an, wie es sich jetzt verändert hat mit der Zeit hier. Naja, ich würde sagen, Leute, ohne Scheiß, meine Meinung, zu einem Haufen Müll hat sich das entwickelt. Meiner Meinung nach ist der Server ein Haufen Müll geworden. Digga, man kann hier nicht mal den Navigator ändern. Ich mag das nicht einfach hier so in der Reihe. Ich mag keine MLG Rush Einstellungen. Wo bitte? Aha, Lobby Einstellungen. Aha. Gibt's hier also doch was? GUI, wenigstens. Lobby Sounds, ja. Lobby Partikel, ja. Spieleranzeigen, ja. Möchte ich hin? Wie? Möchtest du von der Lobby Spielereien berücksichtigen? Ah, okay. Ah, sieh mal einer an. Jetzt haben wir es hier im GUI. Jetzt sehen wir ja auch mal, wo die Leute überall was spielen. Zum Beispiel in MLG Rush. Aber höchstwahrscheinlich sind sie gerade alle in der Runde. Ja. Und der ist wahrscheinlich AFK. Ja. Also die Schilder und vom Stil her sieht Team Kyudo auf jeden Fall noch aus wie Team Kyudo. Aber Team Kyudo ist schon lang nicht mehr das, was es war, und zwar Team Kyudo. Ich find's schade, Leute. Da ist Replay-Sucht, finde ich, von der Entwicklung her sogar besser dran als Team Kyudo. Ja, Leute, ich find's echt schade, was aus Team Kyudo geworden ist. Naja, wenn ihr Team Kyudo vermisst hat und nicht wusstet, dass er wieder offen hat, spielt gerne drauf. Er ist jetzt wieder da. Aber schöne Zeiten waren es wenigstens. Man kann wenigstens die Spielmodi wieder spielen, die damals da waren. Das gute Stickfight. Das ist ja wenigstens schon mal etwas besser als nichts. Aber Leute, Team Kyudo hat sich einfach nur zum letzten Dreck entwickelt. Ja, das war's mit dem Video. Haut rein.